Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Countdown Wii. Und es geht weiter mit den Spielen 6 bis 10, wobei ich nur zu 4 Spielen etwas sagen darf, aber dazu komme ich gleich. Es beginnt jedenfalls mit dem Spiel Excitruck. Ich wollte eigentlich mal so ein Rennspiel haben, was jetzt nicht unbedingt immer so ein ganz normales Rennspiel ist, sondern eher so was Arcade-lastiges, was Excitruck total ist. Habe ich leider lange nicht mehr gespielt, muss ich mal wieder reinschmeißen, hätte ich richtig Bock zu. Zumal ich es cool fand, dass man über seine SD-Karte in der Wii MP3-Dateien auslesen konnte und die im Spiel direkt während beim Rennenfahren hören konnte. Später hat Nintendo ja die MP3-Kompatibilität gestrichen. Zum Glück nicht bei Excitruck, läuft immer noch, finde ich klasse. Und auf jeden Fall ein Spiel, was man sich mal geben sollte, kann man leider nur zu zweit spielen. Es hat leider keinen Online-Modus. Da hat Nintendo in den ersten Monaten noch wirklich geschlammt. Also das hätten sie unbedingt reinbringen sollen. Und ist dann quasi so ein Spiel, wo man halt durch Stunts Punkte macht. Und am Ende, selbst wenn man Zweiter wird, kann man, wenn man mehr Stunts gemacht hat, dafür Punkte bekommen hat, immer noch Erster werden. Finde ich richtig klasse. Solltet ihr euch unbedingt mal anschauen. Das Spiel bekommt ihr mit Sicherheit mittlerweile schon für 10 bis 20 Euro hinterhergeschmissen. Gehört in jede Wii-Sammlung meiner Meinung nach. Also wer Rennspiele, besonders Arcade-lastige Rennspiele, sowas und halt ohne diesen Fun-Racer-Aspekt von Mario Kart 7 oder Mario Kart Wii zum Beispiel wegrationalisiert ist oder das nicht haben will, kommt bei Excitruck wirklich auf seine Kosten. Als nächstes hätten wir dann Dragon Ball Z, Budokai, Tenkaichi 2. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles so richtig ausgesprochen. Vermutlich Dragon Ball Z, aber egal. Es wird auf jeden Fall mit Dragon Ball Z, glaube ich, in der Wii angepreist. War auf jeden Fall damals cool, weil ich ein richtig großer Dragon Ball Fan bin. Zumal ich hiervon noch jeden Charakter kenne, der auf der Packung angegeben ist. Aber später gab es ja so unglaublich viele Charaktere und da bin ich echt nicht mehr durchgeblickt, weil Dragon Ball fand ich immer noch besser als Dragon Ball Z. Ist jetzt aber egal. Ist ein tolles Prügelspiel, habe ich leider viel zu wenig gespielt, um da jetzt ausreichend zu etwas sagen zu können. Ist halt so ein typisches Beat'em Up in 3D und man kann es auf jeden Fall mit Wii Remote, Nunchuck und auch mit dem Classic Controller spielen. Ich habe es aber glaube ich nur mit dem Nunchuck gemacht, weil ich unbedingt mal so ein Kamehameha rausschleudern wollte, was aber im Endeffekt nicht sonderlich gut geklappt hat, wenn ich mich richtig erinnere. Also da auf jeden Fall Classic-Controller-Unterstützung. Ich weiß aber gar nicht, ob man es auch mit dem GameCube-Controller spielen kann. Ich glaube, beim dritten Teil ging es, aber frag mich da jetzt nicht. Dragon Ball-Spieler können da gerne mal einen Blick riskieren. Mir hat es persönlich, sage ich mal, jetzt nicht so gut gefallen. Dann mag ich Beat'em Up Street Fighter 4 lieber. Aber darum geht es jetzt nicht. Auf jeden Fall, wer das Beat'em Up-Spiel, dürfen Dragon Ball-Fans gerne mal einen Blick riskieren. Als nächstes komme ich dann zu einem Spiel, wo ich leider nichts zu sagen darf, und zwar The Godfather Black Hand Edition. Das ist in Deutschland nämlich leider indiziert, und wenn ich da etwas zu sagen würde, dann würde ich mich da halt, glaube ich, strafbar machen. Ich kenne die Rechtslage nämlich nicht so besonders gut. Wenn ihr das Spiel haben wollt, Ausland bestellen ist der einzige Weg, läuft dann aber auch auf einer europäischen Wii, wenn ihr es im europäischen Ausland, also auf einer deutschen Wii, wenn ihr es im europäischen Ausland gekauft habt. Als nächstes haben wir den Mario Party 8, tatsächlich der 8. Teil der Mario Party Reihe, und danach ist dann schon lange Zeit kein Mario Party mehr auf der Wii erschienen, erst in diesem Jahr, im Jahr 2012, ist Teil 9 erschienen und ist auf jeden Fall eine lustige Minispielsammlung, finde ich teilweise aber schon da ein bisschen ausgelutscht. Aber ich fand das Spielbrett, das Monopoly-Spielbrett, sag ich mal, wenn man das denn so nennen kann, richtig cool. Da ist man quasi über ein ganzes Spielbrett gelatscht, wo man sich Hotels kaufen konnte, und wer am meisten halt investiert hat, dem gehörte das. Und wenn jemand anderes drauf gekommen ist, musste man dann natürlich schön blechen oder halt und so konnte man sich dann später schneller die Sterne kaufen. Also auf jeden Fall ein Tipp, besonders wegen diesem einen Spielbrett, sollte man sich nicht entgehen lassen. Als nächstes hätte ich dann Mario Strikers Charged Football.
Das Geile an dem Spiel ist, es hat eine Online-Unterstützung, man kann es online spielen. Ich bin absolut kein Fußballfan, ich hasse Fußball wie die Pest, aber wenn es so übertrieben dargestellt wird wie jetzt in Mario Strikers Charge Football, bin ich absolut mit dabei und habe ich damals mit Kollegen sehr, sehr oft gespielt, macht eine Menge Laune und man spielt halt dann immer, sag ich mal, ein Team, bestehen dann halt aus einem Hauptcharakter aus der Reihe, sag ich mal Mario, Yoshi oder Donkey Kong. Ich habe besonders gerne mit Donkey Kong gespielt. Und als zwei Mitspieler bekommt man dann, kann man sich dann entweder Toads, Koopas oder irgendwelche anderen, oder sag ich mal, niederen Charaktere aus dem Super Mario Franchise aussuchen. Sollte man unbedingt gespielt haben, gehört meiner Meinung nach auch in jede Wii-Sammlung. Und das Spiel wird sicherlich auch noch weiterhin gespielt, wenn es denn auf der Wii U läuft, also die Wii U wird eine Abwärtskompatibilität haben. Ich weiß allerdings nicht, wie es mit der weiteren Online-Unterstützung über die Nintendo Wi-Fi Connection läuft, aber auf jeden Fall spielt es. Es macht unglaublich viel Spaß und muss nicht Fußball mögen, aber allein der Fun-Faktor zählt bei diesem Spiel mehr als alles andere. Ja, und dann kommen wir jetzt auch mal zum Ende von Countdown Wii Ausgabe 2. Ich hoffe, euch hat diese ebenfalls gefallen. Wenn ihr auch irgendwie eine Kritik am Spiel habt, oder nee, am Spiel, an den Spielen habt, oder eben an dem Konzept, was ihr euch gerne ändern würdet, vorweg gesagt, Spielevideos werde ich mit Sicherheit nicht produzieren können. Sieht bei mir nämlich mit der Hardware ein bisschen schlecht aus im Moment. Kommt vielleicht irgendwann, hatte ich nämlich eigentlich mal vor zu machen. Deswegen ist das Konzept dann eher so als Hintergrundvideo oder als Podcast zum Runterladen gedacht. Also, ich hoffe, euch hat das Video dann gefallen und mit Glück hören wir uns dann bei der dritten Ausgabe von Countdown Wii, wenn euch das Konzept denn gefällt. Also, vielen Dank beim Zuschauen und bis zum nächsten Mal.